Hallo, ihr Freunde der Schuppentiere und aller sonstigen Exoten. Ich bin René und ihr schaut Terra Serpentis. Ja, Folge 51 mittlerweile. Ich dachte mir, was euch möglicherweise auch mal interessieren kann, weil das neben diesem ganzen Thema der Fütterung auch immer wieder so ein Standardthema ist, ist die Frage der Temperatur. Für diejenigen von euch, die meinen Blog verfolgen auf meiner Webseite, die haben eventuell den Beitrag dazu auch schon mal gelesen. Ist schon ein bisschen älter. Ich dachte mir, ich mache dazu auch im Endeffekt mal eine Folge, weil, wie der Titel bereits sagt, meiner Meinung nach die meisten Tiere, die meisten Schlangen viel zu warm gehalten werden. Natürlich muss man das immer im Einzelfall sehen. Es gibt durchaus Tiere, die in sehr warmen Regionen vorkommen, aber wir halten ja nicht unbedingt jetzt nur irgendwelche Wüstenbewohner, sondern ich dachte, ich mache das mal am Beispiel der Boa Constrictor fest, die ja in Teilen von Nord-, Zentral- und Südamerika vorkommen, also eine Region, wo es eben nicht immer nur 35 Grad plus hat und das lokal doch durchaus sehr stark schwanken kann. Also von daher dachte ich mir, das ist mal eine interessante Folge wert, die man da auch mal ein bisschen weiter ausführen kann, und zwar eben auch mit Daten aus der Natur, was die Sache natürlich ganz besonders interessant macht, weil die Natur ist für uns im Endeffekt das Maß aller Dinge. Daran müssen wir uns für eine artgerechte Haltung letztendlich orientieren. Ja, das Thema, wie halten die meisten Schlangen viel zu warm, ist auch so ein Dauerbrenner, der viel diskutiert wird. Gerade in manchen Facebook-Gruppen ist auch so ein Punkt, ne, wo man sehr schnell in so eine ideologische Schiene reingerät. Was ist die richtige Haltung? Und das ist dann mehr eine Glaubensfrage als alles andere. Das Problem ist halt, dass die meisten Tiere heutzutage im Grunde gehalten werden, wie man so den typischen Königspython hält. Das heißt also, dass man dann Tagstemperaturen von 33, 34 Grad hat, teilweise noch darüber. Nachts bloß nicht unter 28 Grad und am besten immer zwischen 90 und 100% Luftfeuchtigkeit das ganze Jahr über. So viel zu den klimatischen Vorstellungen. Das wird meistens geraten. Die meisten Leute halten die Tiere so. Ne? So werden Königspythons von den meisten Anwendern, hätte ich jetzt mal fast gesagt, standardmäßig gehalten. Und das wird dann auch mal sehr gerne auf andere Schlangen übertragen. Und dann wird irgendwie alles so gehalten, im Extremfall auch noch Kornnattern, ohne irgendwelche Winterruhen zu machen oder so etwas. Also die These ist schlicht und ergreifend, dass das vollkommen falsch ist, dass diese Tiere viel zu warm gehalten werden. Ich rede jetzt nicht von den Königspythons in Einzelnen, sondern ich rede jetzt eben davon, dass das eben für die meisten anderen Schlangen eben nicht zutrifft. Und ich wollte das eben mal am Beispiel der Boa Constrictor verdeutlichen, warum das so falsch ist. Und die These ist damit einfach, dass die meisten Tiere einfach viel zu warm gehalten werden und dass auch die meisten Tiere viel zu konstant gehalten werden von den klimatischen Bedingungen, sowohl von der Luftfeuchtigkeit als auch von der Temperatur. Das ist so die These, mit der wir uns gleich mal beschäftigen werden. Ich habe euch zum Einstieg hier aber einmal ein sehr schönes Beispiel mitgebracht für ein Tier, was in der Natur eben nicht diese extremen, konstanten, hohen Temperaturen hat. Das ist hier in dem Fall eine Boa Constrictor Amarali, reines bolivianisches Tier, was man noch immer schön erkennen kann an den extrem kurzen Schwänzchen. Man sieht es, ne, hier ist die Kloake, zack, das ist das Schwänzchen, äußerst kurz, und nein, es ist ein Männchen. Also faszinierend einfach nur. Die Tiere haben wirklich alle ohne Ausnahme kurze Schwänze, sogar extrem kurze Schwänze. Ja, der Körperbau, ne, obwohl es ein Männchen ist, wenn man das Tier so sehen würde, ungeübtes Auge, würde man sagen, okay, muss wohl ein Weibchen sein und wahrscheinlich auch noch gut überfüttert. Ist aber nicht der Fall. Das ist hier mein kleines Minimännchen von 2020. Das Weibchen ist nochmal eine ganze Ecke größer. Also das ist schon hier so in Anführungsstrichen der kleine Hungerhaken, der halt vergleichsweise kleine Portionen nur frisst und der auch ja, so deutlich dünner ist als eben das Weibchen. Genau, also was man wunderschön auch sehen kann, das ist so dieser
Rot-Orangeton. Die Tiere haben praktisch kein Gelb drauf, haben eine wunderschöne Rotphase im ersten und zweiten Lebensjahr und werden jetzt so richtig schön kastanienrotbraun. Dazu noch dieser wunderschöne, richtig breite Schädel mit dem überdimensional riesengroßen Kopf. Das ist einfach der Wahnsinn. Diese Tiere sind also brachial geil, kann man anders wirklich nicht sagen. Ja, reine Bolivianer, genau genommen Joe Terry-Linie. Ja, wird es mit Sicherheit auch nochmal irgendwann was zu dem Thema geben, würde jetzt viel zu weit führen. Aber man kann sich grob merken, dass die Tiere eben in Bolivien vorkommen. Bolivien ist tatsächlich ein Land in Südamerika, was nicht unbedingt so furchtbar warm ist, wie wir das uns wahrscheinlich vorstellen. Insgesamt Nordmittel-Südamerika, Boa Constrictor Verbreitungsgebiet, ist eine riesengroße Spanne. Ne? Also es wäre naiv anzunehmen, dass wir dort immer die gleichen konstant warmen Temperaturen hätten. Ja, also auch davon muss man sich, denke ich, verabschieden. Und wenn ich natürlich wissen möchte, wie ich diese Tiere artgerecht halte, auf Dauer natürlich auch, dann werde ich nicht drum herum kommen, mir anzugucken, wie leben diese Tiere denn in der Natur tatsächlich. Und deswegen sollte man sich auch genau daran orientieren. Und wir leben halt eben auch nicht mehr im Jahr 1980. Man kriegt heutzutage übers Internet von renommierten Instituten fast Echtzeitdaten aus den Verbreitungsgebieten. Das heißt also, wir können uns tatsächlich angucken, wie das gemessene Klima dort ist. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass diese Messstationen in der Regel in besiedelten Gegenden stehen. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass wenn man jetzt, weiß ich nicht, 3-4 Kilometer weiter in die Steppe oder den Dschungel reingeht oder in irgendeine Feuchtsavanne oder so etwas, dann können die Daten durchaus nochmal ein bisschen anders liegen. Dann liegt das nochmal ein paar Grad kühler. Also das kann sich durchaus nochmal so ein bisschen unterscheiden, aber als grobe Richtlinie plus minus ein paar Grad können wir schon durchaus davon ausgehen, dass das einigermaßen genau ist. Es gibt natürlich auch Schwankungen, es gibt jahreszeitliche Schwankungen, es gibt Extremtemperaturen nach ganz bestimmten Zyklen, ist grundsätzlich erstmal ein bisschen zu vernachlässigen. Viel interessanter ist so, was auch immer du da gerade machst, viel interessanter ist eher so die Grundfrage, dass wir das also grundsätzlich erstmal so annehmen können, als naja, das wird so Daumenmethode etwa hinkommen. Wir kriegen zumindest einen Eindruck. Ne? Es macht halt schon einen Unterschied, ob es in einem Land im Durchschnitt 20 Grad ist, im Durchschnitt 50 Grad ist, im Durchschnitt irgendwie nur 10 Grad ist. Da kann man schon eine ganz generelle Aussage rausziehen. Ne? Deswegen, wenn ich jetzt diese Daten hier mehr oder weniger vortrage, ist unten natürlich auch alles verlinkt, dann ist das Ganze natürlich sehr relativ zu sehen. Ne? Man muss immer davon ausgehen, dass es da trotzdem noch gewisse Schwankungen gibt. Aber wir können, glaube ich, eine generelle Aussage daraus ziehen. Ja, fangen wir mal einfach hier in dem Fall mit Bolivien an. Die einfachsten Messdaten, die man so kriegen kann, habe ich mir für heute mal besorgt. Ne? 1.7. ist heute, das war bei La Paz, werde ich auch verlinken. Oder vielleicht könnt ihr euch die Daten noch selber suchen. Das ist ja immer bei einzelnen Tagesdaten immer ein bisschen schwierig. Viel interessanter sind ja sowieso die Jahresdurchschnittsdaten. Ne? Aber einfach, um einen Eindruck zu bekommen. Da hatte es heute Morgen mehr oder weniger, haben wir gehabt 43% relative Luftfeuchtigkeit, was ungeahnt trocken ist. Ne? Das ist wie bei uns praktisch Winterluft, das heißt also 0% Niederschlag, es ist wirklich trocken. In den meisten Räumen hat man so um die 50-60%. Hier im Sommer, wenn es so richtig schön schwül, warm, feucht ist, dann hat es auch schnell mal 70-80% und 40% Luftfeuchtigkeit. Das ist eine trockene Winterluftfeuchte, ne? Dass man nur mal eine Vorstellung davon hat. Also es ist wirklich trocken, es ist sogar sehr trocken. Ne? Die Temperatur war nachts auf minus 2 Grad, tagsüber maximal 17 Grad. Ist jetzt natürlich nicht super repräsentativ, ist auch in dem Fall in der Stadt gemessen. Aber man bekommt einen Eindruck davon, dass das halt von 35 Grad und 28 Grad doch ziemlich stark abweicht. Wie eben schon gesagt, für uns viel interessanter sind die Jahresdurchschnittstemperaturen. Beim Durchschnitt muss man wissen,
Das bedeutet im Endeffekt, dass es einzelne Tage geben kann, wo es wärmer wird, also die Temperaturen darüber liegen, wo es nachts auch deutlich kühler werden kann. Und wenn man das Ganze dann irgendwie über den ganzen Monat mittelt, dann hat man halt einen gemittelten Monatswert. Und wenn ich mir das dann halt einfach für die 12 Monate angucke, habe ich einen gemittelten Jahreswert. So in der Art muss man sich das vorstellen. Also es gibt durchaus auch immer noch Schwankungen, die können wir ein bisschen vernachlässigen. Es geht ja darum, einen Eindruck zu bekommen, wie das Ganze aussieht. Und schon auf den ersten Blick stellt man fest, also wir sind vom Königspython relativ weit entfernt von den Temperaturen. Viel interessanter fand ich jetzt eine wärmere Region in Bolivien. Und zwar wäre das Santa Cruz de la Sierra. Das liegt so ein bisschen mehr so in dieser Tiefebene, wenn man von der Gebirgsregion weggeht. Wobei diese Tiere auch in der Gebirgsregion durchaus vorkommen können. Also ne, das ist jetzt wirklich, dann muss man fast verstehen wie eine maximale Angabe. Es kann also in einigen Gebieten durchaus noch ein bisschen kühler werden. Aber wir werden selbst bei dieser relativ warmen Region schon einen ganz interessanten Eindruck bekommen. Wie gesagt, alles unten auch verlinkt. Also die Maximaltemperatur praktisch übers Jahr verteilt, die lag so im Dezember, Januar bei etwa 31 Grad. Im übrigen Rest des Jahres maximal, also tagsüber immer maximal so bei 30 Grad. Wird dann nachts relativ kühl. Nachts geht es dann so auf maximal 20 Grad runter. Es gibt auch kühlere Monate, wo es dann auch mal nur 15 Grad hat. Kälteste Monate ist halt Mai, Juni, Juli, wo es dann tags nur 23 Grad hat und nachts geht es dann auch 15 Grad runter. Wie gesagt, gemittelte Durchschnittswerte. Das heißt, es kann sein, dass es tagsüber auch mal einen Tag nur oder sogar 26 Grad hat und nachts geht es dann teilweise auf 10 Grad runter. Also auch so etwas kann eben vorkommen. Ich habe, wie gesagt, im letzten Jahr mal das Ganze ein bisschen verfolgt und in der Region, wo diese Tiere hier vorkommen, da hat es nachts auch mal nur 7 Grad gehabt. Tagsüber ist es dann wieder fast 28 Grad geworden. Das sind also sehr starke Schwankungen, die wir da haben. Also wir merken damit, dass es halt eine sehr extreme Schwankung in der Temperatur gibt. Einmal über den Tag verteilt von mindestens 10 Grad Schwankungen am Tag, eher noch deutlich mehr. Übers Jahr verteilt gibt es sehr große Schwankungen. Wenn man jetzt die Gesamtschwankung mal so zusammennimmt, dann sind das fast 20 Grad Abweichung, irgendwas zwischen 15 Grad oder darunter und 31 Grad oder noch darüber. Also das sind fast 20 Grad Schwankungen, die da zusammenkommen. Das ist eine ganze Menge. Wenn man bedenkt, dass manche Leute der Meinung sind, dass diese Tiere relativ konstant gehalten werden müssen, ja, ist das vielleicht nicht unbedingt das Artgerechteste, sagen wir es mal so. Ja, das war jetzt mal die Klimaangabe für Bolivien, also beziehungsweise Südamerika, zentral bis südlich gelegene Südamerika. Wir bleiben jetzt mal in Südamerika, gucken mal ein bisschen weiter in den Norden. Surinam beziehungsweise Schrägstrich Guyana, obwohl das natürlich zwei vollkommen verschiedene Schlangen sind, ist die Temperatur doch recht ähnlich in dem Verbreitungsgebiet. Ich werde jetzt das Tierchen hier in dem Fall aber mal nicht wechseln, weil meine Surinams gerade gefressen haben. Die brauchen jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe und ja, der Kleine hier ist sowieso gerade munter. Ja, Surinam. Surinam ist ja so die am meist gehaltene Boa-Constrictor-Constrictor in der Terraristik. Also die meisten Leute, die mit Constrictor-Constrictor anfangen, fangen in der Regel mit Surinams an. Wird in der Regel ebenfalls meistens ein bisschen falsche Angaben gemacht zu zum Klima. Und auch da kann ich nur empfehlen, man muss sich unbedingt das Klima, und zwar das jahresgemittelte Klima angucken in den Verbreitungsgebieten. Ich habe mir jetzt einfach mal einen Ort rausgesucht. Maripasola heißt der. Der liegt im Grunde zwischen Suriname und zwischen Guyana auf surinamesischer Seite. Praktisch mitten im Grünen, gibt also einen sehr guten Eindruck, wie die Temperatur in dem Verbreitungsgebiet dieser Tiere ist. Natürlich auch wieder in einer Siedlung gemessen, von daher muss man immer vielleicht noch ein paar Grad abziehen, aber man kriegt ungefähr einen Eindruck. Und zwar wurden übers Jahr gemittelt tagsüber Maximaltemperaturen von maximal 32 Grad gemessen. In der Regel wird es nicht sehr viel wärmer als etwa 30 Grad. Das sind dann kühlere Monate wie der Oktober zum Beispiel, tagsüber immer. Nachts geht es dann meistens runter auf 20, 21 Grad. Im Gegensatz zu Bolivien ist es übers Jahr verteilt relativ konstant. Das heißt, wir haben nicht diese ausgeprägten
Jahreszeiten, dass es mal auf 23 Grad Tagstemperatur runtergeht oder so, sondern es bleibt dann immer um die 30, 31, maximal 32 Grad. Nachts geht es dann auf 20 Grad runter, 21 Grad. Es wird auch mit Sicherheit mal Zeiten geben, wo es dann mal deutlich unter 20 Grad geht. Aber es bleibt übers Jahr mehr oder weniger relativ konstant. Also wir haben trotzdem eine Schwankung von etwa 10 Grad in der Tagestemperatur und das praktisch relativ konstant übers Jahr. Was halt sehr interessant ist, dass es Trockenzeiten gibt, ausgeprägte Trockenzeiten sogar zwischen August und zwischen November, wo es dann fast gar nicht regnet. Also auch dort ist die Luftfeuchtigkeit eben nicht immer nur 90-95%, sondern es gibt auch wirklich Jahreszeiten im Sinne von Trockenzeit und Regenzeit. So viel zu dem Thema Südamerika. Ich dachte mir, ich nehme jetzt noch ein weiteres Beispiel raus. Mal Mittelamerika. Ich werde aber auch hier das Tierchen jetzt mal nicht wechseln, weil mein Costa Rica Weibchen ja in der Trächtigkeit gerade ist. Sogar hochträchtig. Also ich lasse die jetzt auch mal in Ruhe, sonst müsste ich euch ja eigentlich mal ein Costa Rica Weibchen zeigen. Das wäre jetzt eigentlich noch ein bisschen passender gewesen, weil man dann ja auch gesehen hätte, dass das Tier ja richtig schön dunkel ist. Es gibt ja in Costa Rica auch, ist ein relativ gebirgiges Land. Da gibt es also auch ein Hochland, wenn man so will, wo die Temperaturen eben nochmal etwas weiter fallen können. Ich habe mir jetzt trotzdem einfach mal Daten rausgesucht, die relativ zentral sind. Turriabla heißt der Ort, habe ich auch unten verlinkt. Ist praktisch mittendrin in Costa Rica, ist recht gebirgig, ne, aber man hat dann einen relativ zentralen Eindruck. Gerade an den Küsten kann es ohnehin noch mal ein bisschen mehr schwanken. Deswegen dachte ich mir, das ist so ein bisschen am aussagekräftigsten. Da ist also die maximale Temperatur, die man übers Jahr so hat, die liegt dann im Mai bzw. April bei etwa 30 Grad. In aller Regel wird es aber deutlich unter 30 Grad Maximaltemperatur. Dezember ist dann ein kühlerer Monat, wo es maximal 28 Grad wird. Das sind jetzt immer die Tagtemperaturen. Und nachts wird es im Grunde das ganze Jahr über deutlich unter 20 Grad. Teilweise geht es nur auf 18 Grad runter. Aber wie gesagt, das sind natürlich Durchschnittswerte, hatte ich ja schon mal gesagt in einem anderen Video. Gerade bei Costa Rica gab es auch schon Messungen, wo es auch nur mal 13 Grad hatte. Ne? Das ist dann von den 18 Grad eine Abweichung bzw. eine Schwankung nach unten. Da ist es dann einen Tag mal wirklich sehr kalt geworden. Am selben Tag vermutlich auch noch mal deutlich wärmer. Ne? Also es muss dann auch nicht unbedingt nur maximal 30 Grad sein. Es kann auch sein, dass es mal 34 Grad wird und nachts geht es dann halt eben noch mal deutlich runter. Ne? Also das sind immer alles so Werte, die man halt wirklich als Durchschnittswerte auch verstehen muss. Also es kann durchaus auch schwanken. Ich wiederhole das deswegen, weil das halt einfach wichtig ist, sich vor Augen zu führen. Das ist halt eben einfach ein Durchschnittswert. Aber er gibt einen guten Eindruck. Was viel interessanter ist, also interessant ist auf der einen Seite, wir haben kaum 30 Grad Maximaltemperatur und wir haben bei der Nachtabsenkung deutlich unter 20 Grad. Ist sehr, 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 sehr weit entfernt von dem, was so die durchschnittliche Königspython-Haltung geht, auch für Boa-Angabe betrifft. Also da sind wir wirklich jetzt schon meilenweit entfernt. Ne? Also da sind wir bei den Tiefstemperaturen haben wir ja schon fast 10 Grad Abweichung. Ne? Also das bestätigt, glaube ich, dass diese Haltung wie Königspython eigentlich das Falscheste ist, was man tun kann. Was ich gerade bei dem Beispiel Costa Rica auch noch so interessant finde, das ist halt eben die Trockenzeiten, also es gibt dort sehr ausgeprägte Trockenzeiten, teilweise viel stärker als in Südamerika. Ich habe jetzt nur bei den Regionen, die ich betrachtet habe, Bolivien ist durchaus auch noch sehr trocken. Es gibt auch in Peru einige Gegenden, die noch trockener sind. Also ne, das ist jetzt einfach nur mal so im Vergleich. Also da gibt es halt eben, das war der Monat Dezember, April, glaube ich, wo es wirklich, also Dezember bis April, ne, diese Monate hindurch, kann man sich ja, ich habe es unten verlinkt, kann man sich ja einfach mal die Niederschlagsmengen angucken. Teilweise nicht mal 10 mm Niederschlag, ne, also das ist dann, es regnet praktisch gar nicht. Äquivalent dazu könnte man sagen, man stelle sich vor, man würde in einem Terrarium einfach mal 6 Wochen nicht sprühen und vielleicht nur einmal die Wasserschale voll machen, ne, würden wir im Ansatz nicht machen in der Terroristik. In der Natur kommt es aber so vor, ne? Und die Tiere können dort leben und überleben, haben sich evolutionär angepasst. Ist jetzt nicht der Hauptfokus, die Sache mit der Luftfeuchtigkeit.
Aber es vermittelt einen relativ guten Eindruck. Ne? Also wenn man sich wirklich mal Daten in der Natur anguckt und das mit dem abgleicht, was so diese These ist, am besten alles halten wie Königsblütern, ist also grundfalsch. Ne? Die Tiere werden offensichtlich viel zu warm gehalten, die Tiere werden auch offensichtlich viel zu konstant gehalten. Und wenn man sich diese Daten anguckt, wie gesagt, ich habe unten das alles verlinkt, also man muss mir das nicht glauben, man kann sich das auch angucken, man kann sich auch für das spezielle Tier, was man eben hält, beziehungsweise für die spezielle Boa Constrictor, hat ja doch ein weites Verbreitungsgebiet, kann man sich einfach mal Klimadaten besorgen, sich das Ganze angucken. Wie gesagt, Jahresdurchschnittsdaten ist immer am besten, möglichst nicht in den großen Städten, sondern irgendwie in den kleinen Ortschaften drumherum, wo die Tiere auch vorkommen. Das ist eigentlich am idealsten. Dann kriegt man einen ungefähren Eindruck. Ne? Dann kann man vielleicht noch 1-2 Grad abziehen oder so und muss halt verstehen, das sind Durchschnittswerte, kann ein paar Grad draufkommen, können ein paar Grad weniger sein. Ne? Man kriegt aber einen Eindruck. Und der erste ganz wichtige Eindruck ist eben ganz wichtig, typische Königspython-Temperatur mit tags 34, nachts 28, komplett falsch. Und zwar, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage mal, für praktisch alle Boa-Constrictor. Man muss die Jahreszeiten wirklich dem Tier anpassen. Das heißt, habe ich einen Bolivianer, dann muss ich diese jahreszeitlichen Schwankungen auch einhalten. Das heißt, die Tiere müssen in der Winterzeit eben auch mal tiefere Temperaturen haben, wo es dann eben auch mal deutlich unter 20 Grad runtergeht. Auch mal nur 15 Grad, die Tiere können das ab. Das ist in der Natur so. Ne? Mal eine Nacht und dann wird es tagsüber ein bisschen wärmer. Zumindest eine Sache kann man mitnehmen. Diese Schwankung von Nachttemperatur zu Tagtemperatur, die ist in der Natur praktisch in allen Verbreitungsgebieten gegeben, die sollte man auch einhalten. In manchen älteren Büchern steht noch drin, dass die tageszeitliche Schwankung um mehr als 5 Grad irgendwie schädlich wäre oder eben nicht vertretbar ist, ist totaler Bullshit, wie wir gesehen haben. Kann man in den Klimadaten nachlesen, stimmt absolut nicht. Wir haben sogar Schwankungen von bis zu 20 Grad. Also 10 Grad Schwankung von Tagestiefstwert zu Tageshöchstwert, das sollte man durchaus auch nachsimulieren. Der nächste Punkt ist auch die Sache mit den Jahreszeiten. Es gibt ja gerade in Teilen Nord-, Mittel- und Südamerikas so gesehen nicht die Winterzeit, sondern es gibt Regenzeiten und Trockenzeiten. Ne? Haben wir gesehen in den Daten, sollte man simulieren. Das heißt, es sollte auch mal ein paar, müssen ja nicht 5 Monate sein oder sowas, aber man kann ruhig mal 4 bis 6 Wochen eine trocknere Phase machen, wo man es ein bisschen kühler hat, wo man weniger sprüht. Das ist vollkommen normal. Das ist auch in der Natur so. Sollte man definitiv auch mit simulieren, weil die Tiere dadurch auch einfach einen Jahreszeitenrhythmus bekommen. Ne? Genau, also von daher, ja, ist meiner Meinung nach das, was man als artgerechter Halter definitiv machen sollte. Maßgabe oder Maßstab für uns sollte eigentlich immer die Natur sein, sich angucken, wie leben die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung, und das sollte man zumindest so, wie es möglich ist, eben nachsimulieren. Ich muss natürlich bei so einem Tier nicht auf 7 Grad runtergehen. Es reicht ja, wenn ich die Temperaturen im Winter durch so eine Kühlphase habe, nachts mal auf 18 Grad oder auch mal nur auf 19 Grad runtergehen lasse. Das ist, hat nicht so ein großes Risiko. Das ist für ein gesundes Tier aber kein Problem. Wie gesagt, ich rede jetzt hier übrigens, kann ich nur immer wieder sagen, von reinen Lokalformen und von auch sehr stabilen Linien. Also nichts, was irgendwie kaputt gezüchtet ist oder was empfindlich ist oder so. Und bei den Morphen ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Da kann man die Lokalität natürlich gar nicht mehr zuordnen, weil es eben verschiedene verkreuzte Lokalitäten sind. Da weiß man auch nicht, ob die Tiere Anfälligkeiten entwickelt haben, aber zumindest für die reinen Lokalformen ist das tatsächlich vollkommen normal, und ich würde sogar einen Schritt weiter gehen, würde sogar sagen, das ist für eine artgerechte Haltung eigentlich sogar notwendig, dass wir die Bedingungen in der Natur eben nachstellen, soweit es eben geht. Das bedeutet eben nicht, dass wir in einer Trockenzeit, sage ich jetzt mal, 2 Monate kein Wasser geben, sondern sprüht man eben nicht. Die Wasserschale macht man halt irgendwie trotzdem voll. Dann können die Tiere eben trinken. Und wenn ich sehe, ein Tier ist ein Haut, ja gut, dann sprühe ich halt eben einfach mal. Dann häutet sich das Tier ohne Probleme. Aber ich verzichte dann trotzdem die eine oder andere Woche mal darauf. Oder sprühe nur einmal die Woche oder was auch immer. Man findet also bestimmte Kompromisse. Das ist also durchaus möglich. Ja. Ja, also Fazit kann man sagen, zumindest für Boa Constrictor
ist das in der Natur tatsächlich so, dass es diese Schwankungen gibt. Daran müssen wir uns orientieren. Ich hatte schon mal in einem anderen Video gesagt, dass die Jahreszeiten durchaus auch sehr wichtig sind dafür, dass wir solche Phänomene wie dieses Captivity, Stagnancy etwas vermeiden können. Also dass die Tiere so gesehen abstumpfen, dadurch, dass die zu viel zu konstanten Bedingungen gehalten werden. Die brauchen also Schwankungen übers Jahr, über den Tag. Das ist vollkommen normal bei den Tieren. Und das wirkt sich eben positiv aus. Es wirkt sich auch positiv aus auf das Immunsystem. Gerade wenn man das Ganze, hatte ich in der letzten Folge schon mal gesagt, wenn man es eben mit dem jahreszeitlichen bzw. etwas sparsameren Füttern im Winter kombiniert, dann haben die Organe die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Die schrumpfen dann halt ein bisschen, weil die Tiere quasi kein Futter bekommen. Die Tiere haben eine gewisse Ruhezeit und ja, der ganze Organismus kann sich mehr oder weniger erholen. Die Tiere leben dann in der Zeit so ein bisschen von ihren Reserven und naja, Schlangen sind halt eben Energiesparer, ist also überhaupt kein Problem. Wirkt sich auf jeden Fall positiv und auch lebensverlängernd aus auf die Tiere. Ne? Die Tiere entwickeln auch bei diesen Schwankungen, das stelle ich auch immer wieder fest, ein sehr robustes Immunsystem. Also ich habe bei meinen Tieren in der Tat, obwohl ich, habe ich ja in dem letzten Video auch erzählt, wirklich diese Winterabsenkungen mal relativ radikal durchgezogen habe. Ich meine, ich habe das davor auch schon gemacht, aber im letzten Jahr halt mal ein bisschen mehr, weil ich natürlich auch ein paar Tiere verpaart habe. Und man stellt einfach immer wieder fest, die Tiere haben keine gesundheitlichen Probleme. Und ich habe auch insgesamt weit weniger gesundheitliche Probleme als viele andere Leute. Ich kriege das immer wieder in meinen Gruppen mit, dass da Leute irgendwelche Boas haben, die bei teilweise 26 Grad auf einmal irgendwie ein verrotztes Maul haben oder wo es dann andere Probleme gibt, überdeutliche Probleme, die irgendwie mit der Temperatur zusammenhängen. Und das sind alles so Probleme, die kenne ich im Prinzip überhaupt gar nicht. Also bei mir, die Tiere haben ein Top-Immunsystem, es gibt keine Probleme. Die Figur, man sieht das ja, diese Muskelmasse, die die Tiere haben, es ist eigentlich alles top. Man hat das auch, wenn man so sich mit anderen Leuten unterhält, die das Ganze auch schon ein paar Jahre länger machen. Man stellt das immer wieder fest, wenn diese Tiere, also Boa Constrictor, über einen längeren Zeitraum viel zu warm gehalten werden, die Tiere entwickeln irgendwann eine Empfindlichkeit. Und die werden irgendwann auch anfällig. Ich erkläre mir das so, dass das Immunsystem der Tiere sich einfach gar nicht richtig ausprägen kann. Das ist genau dasselbe Problem, wenn wir die Tiere zu steril halten. In der Natur muss man sich nichts vormachen. Die Tiere leben praktisch im Dreck. Die saufen aus Pfützen. Die kriegen viel schlechteres Futter, sind mit Parasiten belastet und so weiter und so fort. Und die Tiere sind unendlich robust. Und bei uns, ja, sage ich jetzt mal, wir halten die Tiere fast schon sakrotanmäßig und immer viel zu warm. Und wenn es dann mal ein laues Lüftchen gibt, dann haben die Tiere schon irgendwelche Probleme. Dann haben wir als Halter wirklich was falsch gemacht, ne? Weil es ist auch bekannt, ein Immunsystem kann natürlich nur dann funktionieren, wenn es auch aktiviert wird. Ne? Das heißt also, wenn die Tiere auch mal kühlere Perioden haben, die müssen auch einfach einen bestimmten Dreck aufnehmen, damit das Immunsystem der Tiere aktiviert wird. Das ist bei uns Menschen auch nichts anderes. Da weiß man auch, dass, sage ich jetzt mal, zu sterile Bedingungen dafür sorgen, dass das Immunsystem so ein Stück weit verkümmert. So kann man sich das Ganze dann erklären. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen uns von der Temperatur definitiv an der Natur orientieren. Und es hat wirklich auch was Gutes, diese Schwankungen einzuhalten. Nicht nur in Kombination mit der Fütterung, sondern auch allein schon in Kombination, dass die Tiere auch kühlere Temperaturen abkönnen. Also diese Schwankungen zwischen knapp 30 Grad am Tag, 28, 29, nachts geht man dann runter auf 20, 21 Grad, kann auch mal unter 20 Grad gehen, was man in den meisten warmen Wohnungen sowieso nicht erreicht. Da kann man nachts praktisch alles ausschalten. Dann geht es halt irgendwie runter auf, keine Ahnung, sowieso 22 Grad oder was auch immer. Und man hat einfach keine Probleme. Also von daher sollte man sich überlegen, ob das nicht eine artgerechtere Haltung ist. Ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, die Tiere haben eine Top-Gesundheit. Mein Tipp wäre, guckt euch auf jeden Fall die Klimadaten an. Und dieser Ratschlag, alles wie Königsblüter enthalten, ist einfach grundfalsch. Punkt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Dasselbe gilt auch für diese These, dass die Tiere
maximal 5 Grad Schwankungen haben sollen im Verlauf der Tagestemperatur, ist auch grundfalsch. Also es schwankt deutlich mehr, haben wir gesehen. Man kann sich jetzt auch andere Tiere in Nord-, Mittel- und Südamerika angucken. Da wird es ähnlich sein. Ja, ich hoffe, dass die Folge für euch interessant war. Mal wieder ein bisschen kontroverseres Thema. Schreibt gerne mal eure Erfahrungen dazu. Wie gesagt, wir reden hier in der Regel jetzt von Boa Constrictor. Nattern ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und auch bei manchen Pythons muss es nicht immer 30 Grad plus sein. Ne? Gutes Beispiel sind Diamantpythons. Die haben es auch nochmal deutlich kühler, teilweise sogar kühler als die Kollegen hier. Da muss man die Haltung entsprechend anpassen. Ja, dann hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat und bis zum nächsten Mal.